Moin Leute und herzlich willkommen. Vor kurzem ist ja endlich das wundervolle Tomb Raider Remaster von allen drei Teilen und den Add-ons rausgekommen. Aber alles davon haben wir doch schon im Original hier auf dem Kanal gespielt. Aber ich möchte natürlich das Remaster hier trotzdem nicht auf dem Kanal einfach so vorbeiziehen lassen. Deswegen habe ich mich entschieden, dass wir das Add-on Unfinished Business, zu Deutsch offene Angelegenheit, spielen werden. Aber jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, hä, das hast du doch aber schon mal gespielt. Aber ich habe mich hierfür entschieden, weil, der Grund ist ein bisschen seltsam, aber als ich das damals gespielt habe, war ich erkältet und ich finde es widerwärtig, wenn man erkältet ein Let's Play macht. Und deswegen werde ich ausnahmsweise mal etwas ein zweites Mal spielen. Und es quasi ersetzen. Ja, das ist der Grund dafür. Und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf, dass wir das nochmal spielen. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Also, fangen wir damit an. Und das Level beginnt genau da, wo Tomb Raider 1 aufhört. Ich hatte jetzt das Tomb Raider 1 Remaster gerade durchgespielt, deswegen passt das ja eigentlich ganz gut. Und das Coole ist, im Original von den Add-ons fing es eigentlich immer mit den Ägypten-Levels an und die Atlantis-Levels kamen dann erst im Anschluss, obwohl das eigentlich falsch rum ist. Deswegen haben die da gut aufgepasst, die neuen Entwickler, und haben das hier an den Anfang gesetzt vom Add-on. Ja. Ich hatte mir schon länger überlegt, was ich denn mache, wenn das Remaster rauskommt. Und ich habe mir mal überlegt, eigentlich habe ich ja die Spiele schon technisch gesehen alle hier auf dem Kanal und alle schon mal gespielt. Tada! Und als ich dann gesehen habe, dass dann einen Tag vorher die ganzen Leute da Reviews machen und alle schon die ersten Levels spielen, da dachte ich so, ich will jetzt nicht auf Krampf hinterherziehen, nur damit ich auch was auf meinem Kanal habe. Und außerdem denke ich mal, dass viel mehr Leute das auch selber spielen werden. Vor allem, weil Lara jetzt ja auch auf allen möglichen Plattformen erhältlich ist. Und nicht so exotisch wie ein Custom-Level, was es ja nur für PC gibt. Deswegen war ich da jetzt nicht so, dass ich auch unbedingt am ersten Tag gleich was veröffentlichen muss. Ich speichere mal, ne? Ich hatte ja eben schon mal angefangen, fand das aber doof und hab nochmal neu angefangen. Deswegen ist hier schon ein Safe Game. Und die davor, die Safe Games hier, die, das waren meine eigenen, als ich Tomb Raider 1 durchgespielt habe. So. Lara ist noch lange nicht fertig nach Tomb Raider 1. Ist alles schön am Zucken. Ich finde das so geil, wie eklig die das gemacht haben. Also ich meine, Atlantis war schon immer eklig, aber das ist nochmal echt eine Steigerung. Und das ist unser Ponyhof. Halt! Ja. Diese Rumgezappel hier, ey. Sind ja echt 5 Medipacks brauchen, nur weil der hier nicht stillhält. Ich dachte, der springt mir jetzt entgegen. Hui. Ja, wenn die platzen, dann ist hier aber die Hölle los. The hell is going on. Oh, sieht er. Eingeflutscht ist gerade. Die Errungenschaft habe ich schon bekommen, dass man sich in einen Spalt quetschen muss für ein Medipack oder so. Hieß das, glaube ich. Ja. Lara kann übrigens auch in Tomb Raider 1 die Rolle in der Luft. Das haben sie netterweise übernommen. Ungeahnte Möglichkeiten beim Kämpfen. Ja. Dann habe ich auch ein bisschen was vom Remaster auf unserem Kanal hier.
Und außerdem soll es ja auch immer noch Spaß machen. Und ich habe mir gedacht, mir ist das wichtiger. Ich spiele das für mich und entdecke das für mich. Und vielleicht noch mit meinem Kumpel zusammen, haben wir es auch schon zusammen gespielt. Er auf PlayStation, ich hier auf Computer, haben wir nebenher geredet. Ja. Eventuell mache ich auch noch mal was anderes. Ein anderes, neues Projekt. Was auch hier mit dem Remaster zu tun hat. Aber das werdet ihr dann sehen, was das sein kann. Könnte. So, jetzt renne ich hier dumm im Kreis und komme hier nicht voran. Ich glaube, als ich das gespielt habe, das muss so 2017 oder so gewesen sein. Deswegen werde ich mich hier an manches bestimmt nicht mehr erinnern. Ich bin ein fucking Schmetterling. Flatter, flatter, flap, flap. Ich fällt doch gerade wieder ein, ich wollte meine Sichttaste reparieren. Ich gehe die Berge. Oh Gott. Immer diese Sonderbehandlung hier. Ich bin gerade geschlüpft, du musst jetzt mir zugucken, wie ich meine ersten Flugversuche mache. So, wo wollen wir denn mal hin? Achso, falls es noch nicht bekannt ist, man kann im Remaster jederzeit zur alten Grafik stellen. Bam, bam, bam! Was ich wirklich richtig gut finde, ist, dass die Lava jetzt so richtig schön rot glüht. Das ist echt ein richtig anderes Feeling. Da liegt was. Da drüben liegt was. Und ich glaube, da ist diese komische Abkürzung, wo man reinspringt und das halbe Level überspringt. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen will. Finde ich irgendwie doof. Also natürlich ist es immer bequem. Ich glaube, da gibt es auch eine Errungenschaft für, wenn man das Level schnell abschließt. Da sind echt ein paar Hardcore-Sachen bei, muss ich sagen. So, und schon haben wir eine Schrotflinte. Wie viel Schuss haben wir denn? 10. Okay, dann lassen wir die erstmal noch. So, obwohl die echt immer gut ist bei Atlantianern und Mumien. Ich glaube, hier kamen irgendwie Kugeln. So random. Muss ich ein bisschen aufpassen. Was? Wo? 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 Wer hat hier eine Kugel gerollt? So, war mein Mann. Der hatte nicht so richtig Bock. Oh, ist ja richtig Geschenk-Umgebung hier. Atlant, das sieht so ekelhaft aus. Irgendwie ist meine Sichttaste. Da sind Gummibärchen drin oder so. Wie eklig fettig das aussieht. Es ist so. Sofort so einen ekelhaften Geruch in der Nase, wenn ich das sehe. So riecht das hier bestimmt auch. Was ist das hier? Hier noch mehr Kugeln irgendwo. Hängen die hier irgendwo und ich sehe sie nicht? Oh Mann, was wollen die denn alle hier? Oh, das ist eine Treppe. Oh. Oder da flog gerade die Kugel. Na! Ah! Warten Sie doch.
Was soll das? Tolles neues Remaster. Dann zuckt da halt mal an der Wand rum. Na, lass mich in Ruhe. Wie der mal so rumwackelt. Aua, schmeiß hier nicht mit deinen Sachen, ey. Pass doch mal ein bisschen auf. Lara denkt sich gerade so, ich will doch einfach nur nach Hause, ey. Eine blöde Festung hier. Aua, das hat weh. Wo muss ich jetzt eigentlich hier hin? Was ist das hier? Ich will einfach nur nach Hause. Lara will einfach... Oh Gott! Ah, wo stehe ich die Waffe denn weg? Kommen die alle her, ey? Die haben alle von Lara gehört. Müssen sich das mal angucken. Hui. Ich hatte im Original 30 Millipacks oder so. Aua. Alter, wie das Blitz hier. Hat der Pyrotechnik verschluckt oder was? So, ich bin unten. Kann ich hier irgendwas machen? Das Loch. Da ist nichts. Da sind Türen, die zu sind. Fett. Und da kann man nachher durch. Wenn man das abkürzen will. Deswegen ist das ja alles mit so Sehnen und Muskeln abgetrennt. Oder abgeriegelt. So. Was muss ich tun? Könnte ich jetzt theoretisch auch schon. Ich will mal was ausprobieren. Ich will das nicht machen. Also lassen. Machen lassen. Autsch. Es gibt übrigens 36 Arten zu sterben. Und ich glaube, das zählt für jeden Gegner extra. Das ist irgendwie ganz schön hoch, oder? Ist das hier genauso kacke? Hier kann ich wenigstens noch rutschen. Oh. Das ist nicht gut. Liegen die Medipacks da extra, weil das so weh tut? Habe ich gar kein großes Medipack mehr. Scheiße, ey. Aua. Das ist schon eine Schreihöhe. Die Sichttaste geht jetzt gar nicht mehr, oder? Was? Ah! Kann ich jetzt auch wieder zurück, oder ist der Zug jetzt abgefahren? Meine Sichttaste geht nicht mehr. Was ist denn das jetzt? Ich glaube, ich muss mir überlegen, die Sichttaste umzuändern. Die Taste will nicht mehr. Ich versuche gerade, den Knopf hochzuheben. Kann nicht angehen, was ist denn da drin? So Leute, ihr seid jetzt live dabei, wie ich meine Tastatur auseinandernehme. Schön nochmal reingespuckt. Hier, also die Taste an sich geht. Was ist denn dein Problem? Da ist doch gar nichts. Ich hab gedacht, da ist jetzt voll der riesige Krümel drin, der mir das hier alles kaputt macht. Die Taste geht nur, wenn ich ganz doll raufdrücke. Hat das damit zu tun, weil ich so doll, weil ich so viel Tomb Raider spiele?
natürlich auch auf 1 legen. Ist ein bisschen dichter dran als sie. Das Komma. Wenn man das merken kann. Auf jeden Fall komme ich da nicht mehr einfach hoch. Das ist scheiße. Warum tut das so weh, wenn ich mich da runterlasse? Soll ich denn da nicht runter oder was? Jetzt scheitert es hier an meiner Sichttaste oder was? Hey. Ich sterbe, wenn ich da runterfall. Die Kamera war im Lara drin. So, hier ist es am niedrigsten. Ich habe volle Kraft. Okay, ich überlebe es jetzt. Schnell speichern. Liegen überall Leckerlis verteilt. Da kommt bestimmt gleich einer raus. Und die Eier haben jetzt so komische... Okay. Haben jetzt so komische Piercings und Ringe hier. Gut, dass ich da hinter diesem kleinen Hügel eben stand. Du auch? Ja, kommt alle auf einmal. Okay. Das ist fein. Schießt sie denn jetzt auf den? Der ist so unwichtig. Ich bin ja den Hampelmann hier. Ja. Saftladen hier. Saftladen von Atlantis. Das ist keine Festung. So, Maul jetzt. Einmal frische Lieferung. Was mit dem hier? Was macht sie denn da? Es ist gerade etwas frustrierend. Das habe ich eigentlich hier geschafft. Ey, das gibt's doch nicht. Ich habe überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Ich kann auch jetzt nicht für jeden Gegner immer ein Medipack nehmen. So viel habe ich doch gar nicht. Oh Mann, das tut so weh. Ich hatte so viele im Original, also in Tomb Raider 1 bei meinem Durchlauf. Da hatte ich, weiß ich nicht, 30 kleine und 50 große oder so. Nein. Lara sagt nein. Stimmt nicht. Das ist so nervig, ey. Als ob sie eben erleichtert war. Oh, da kommt endlich der Atlantianer raus. Ach, ist das schön. Ja, schön wieder ins Nichts. Ich
hasse diese Gegner, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Immer dieses Rumgehampel und Rumgezappel. Ja, der macht hier seine Pipi-Streifen da. Und wenn sie dann tot sind, dann tun sie immer noch weh, weil die mit ihren komischen Pyro-Körperteilen werfen. Ach, so, gucken wir uns mal das hier an. Hier war doch sonst kein Weg mehr, ne? Ich reg mich immer so darüber auf, dass die immer grundsätzlich, man dreht sich und dann sind sie plötzlich schon wieder hinter einem, weil die immer so hin und her hampeln. Und hier ist es auch wieder so schön rot. Da kommt ja auch einer. Was ist denn hier los? Solange ihr dahinter eurer Sehnenscheidenwand seid, ist mir das... Aua! Ist mir das recht. Ich bin auf meine falsche Sichttaste reingefallen. Ich habe eben wieder die kaputte gedrückt. Das muss ich mir nachher, glaube ich, mal genauer ansehen. Das ist hier eine komische Tür. Ich sehe das doch. Wir können uns jederzeit die alte Kackgrafik angucken. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber es macht alles mehr Sinn jetzt. Das ist echt schön. Und ich finde das auch so geil, dass die Texturen so richtig schön plastisch aussehen. Also, dass sie noch nicht mal Bumpmaps haben, aber sie sehen trotzdem sehr, ja, plastisch und uneben aus. Oh nö. Darf ich das haben? Ah! Warum rennt der jetzt weg? Messen ist das immer, wenn die sich so Zeit lassen, so wie der eben. Oh Mann, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier jedes Mal ein Medipack nehmen muss oder sterben muss, weil hier so ein Arsch kommt. Jetzt wird's gleich eng. Ich könnte natürlich auch einfach sagen, ich verzichte auf die Munition. Aber ich glaube schon, dass ich immer etwas mehr dann trotzdem über habe. Oder? Nein, natürlich wird's weniger, aber... Ach, ist irgendwie blöd. Weiß nicht, ob ich die stehen lassen soll. Oder ob die nachher eh wach werden, oder... Was ist das eigentlich hier für ein Hebel? Okay. Ich will keinen Zentauren hier haben. Kommt der jetzt? Kann der Treppen gehen? Ich hoffe nicht. Ja, ist denn das wieder das Fake-Hebel hier, oder? Das kann doch wieder alles hier nicht sein. Kriege ich auch Feedback, oder?
Kein Bock, dass die jetzt gleich hier reinkommen. Sehen Sie hier, etwas Lava, die hochsprudelt. Was machen denn diese leeren Hebel? Löse ich damit jetzt irgendwas aus? Hä? Ich habe gerade Amy noch mal Lust, das zu testen. Was passiert, wenn ich die Hebel da jetzt alle... Ist da auch noch einer? Habe ich den noch gezogen? Ach, das war der Zentaurenhebel, okay. Den ziehe ich jetzt mal nicht. So, jetzt mache ich nichts. Aber ich habe Munition. Jetzt will ich mal gucken, ob die trotzdem aufwachen, wenn ich jetzt die Hebel da oben ziehe. Ich glaube, das ist doch die bessere Wahl. Wenn ich einmal mehr Schrotflinte habe und ein Medipack. Und auf das da eben verzichte, weil ich das eh verballer und Medipacks verliere. Dann ist es der Wach, der Affe. Ich stehe wenigstens hier oben. So, das ist okay. Ich habe weder Munition noch Medipacks verbraucht. Sehen Sie hier eine Random-Tür? Was immer das heißen soll. Wahrscheinlich ist diese komische Sehnenwand jetzt weg. Kommt er ja hoch. Oh. Okay, der war auch okay. Ich wollte sagen, die Hebel sehen aus wie Sixpacks. Ja. Und da ist der nächste. Und deswegen war da auch gerade die Kamera. Hey! Ich wollte nur gucken. Das ist gut. Der ist halt gar nicht hochgekommen. Ich hab's überlebt. Oh, das war gut. Jetzt habe ich keine Munition, keine Medipacks verbraucht. Aber alle Hebel, habe alle Gegner weg und kann jetzt die tollen Sachen hier einsammeln. Und habe nichts dafür verbraucht. Ach, ist das toll. Wie gut, dass ich doch nochmal neu geladen das getestet habe. So, das war der Zentaurenhebel. Ich weiß nicht, ob man den ziehen muss. Ich lasse das jetzt mal lieber, weil ich habe keinen Bock auf den. Das sah jetzt irgendwie nicht so aus, als ob der nötig ist oder irgendeine Tür aufmacht. Wenn ich hier nicht weiterkomme, muss ich daran denken, dass ich das nochmal versuche. So. Da oben werden es wahrscheinlich auch wieder ein paar rumrennen. Ach, hier ist die Tür jetzt auf. Ach, das ist die, die gerade aufgegangen ist. Okay. Und irgendein Durchgang ist jetzt hier auf. Ein Sehnengang.
Das werden wir dann ja sehen. Ah, oh, ist das dumm. Hallo? Ich kann hier nicht lang, weil das zu hoch ist. Ach, scheiße. Da habe ich mich erschrocken. Das ist drei? Zwei oder drei? Endlich mal ein bisschen Sachen hier. Noch mal oben drauf. Huch! Wollte eigentlich so machen. Oh, ich bin an Laras Arsch hängen geblieben. Habt ihr das gesehen? Keine Ahnung. Sollte vielleicht mal speichern. Oder habe ich eben schon? So, jetzt kann ich diese komische Sehnentür. Guck mal, da liegt er auch. Ui! Oh ja. Aha. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Wo ist denn hier der... Noch irgendwie hier dieses... Fleischlabyrinth gekommen. Oder ist das ein ganz anderer Raum? Das ist, glaube ich, ganz, was ganz anderes. Was soll ich denn jetzt eigentlich hier? Hä? Ist das so optional? So, wenn du Bock hast, kannst du hier nochmal dich fast umbringen lassen und ein paar Sachen einsammeln und sonst ist hier nichts? Oder was soll das sein? Weil das ist ja diese andere Seite, die wir jetzt gesehen haben. Aber ist hier nichts zu tun sonst? Ich sehe hier nichts. Ja, gut. Bisschen mehr Munition und Medipacks, das ist doch nett. Ja. Da gehen wir jetzt mal wieder hoch. Denken an den Zentauren. Falls wir nicht weiter wissen, müssen wir den Hebel nochmal ziehen. Aber ich hoffe und glaube jetzt einfach mal, dass das so ein... Ich sag mal, so eine Art Falle ist. Ich muss mir gleich echt mal die blöde Taste hier angucken. Das nervt ein bisschen. Aua. So, was haben wir denn hier noch? Nichts. Aber ehrliches Leben gefühlt. Nur wegen notwendigen Übel hier. So, da ist, glaube ich, jetzt was aufgegangen. Weil da hat es eben so hingezeigt. Ach, guck mal, der Catwalk da. Hallo. So eine Kasperle-Theaterpuppe kam er dann so hinter dem Rand hervor. Komisches Kasperle-Theater. Atlantia-Theater. Ja, genau das Stück muss ich abkriegen. Das ist ja so klar. Ist ja nicht Kugelparade. Ich renne hier gerade so
leichtsinnig drauf zu. Guck gar nicht. Was ist das? Da oben. Ein bisschen kommt mir das bekannt vor, irgendwie. Vielleicht, weil ich es schon mal gespielt habe. Ja. Da kann ich jetzt nicht mehr zurück. Soll das wahrscheinlich heißen. Ich wollte gerade sagen, mir ist das echt immer lieber, wenn die ihre komischen Pipi-Pfeile da schießen. Die tun nicht so doll weh wie diese dicken Bomben. Das hat er also bewacht. Das wollte er nur für sich behalten. Ist sie nicht schön, die neue Lara? Fällt mir gerade so auf, wie sie uns eben angeguckt hat. Und sie blinzelt und sie hat richtige Finger und... Was soll das jetzt hier? Achso, da ist ein Gang. Was sind das eigentlich alles hier für Missbildungen? Dass das hier so entartet und so organisch ist. Wie kommt das? Ist das wie so ein Tumor irgendwie? Wächst das hier überall so hinein? Und wuchert einfach so vor sich hin, so wie es will. Kann ich jetzt aber einmal hier meine Ruhe haben? Ich möchte gerne wieder Ägypten-Levels haben mit Mumien und scheiß Panthern. Was ist das denn hier für ein komischer Raum? So sah er damals aus. Und jetzt mit Hall. Ich wollte, dass ich nicht getroffen werde. Kriegt man das vielleicht hin? Was ist das hier? Oh, den Raum, da kenne ich noch. Da kamen, glaube ich, ganz viele auf einmal. Ah! Haken Medipack. Ich hätte gerade gehofft, dass wenn ich wegspringe, wird er schon in dem Moment auch explodieren. Ich sehe nichts mehr. Ich kotze gleich. Diese ganzen Rauchwolken. Da kommen sogar Blubberbläschen hoch, wenn ihre Teile hier reingefallen sind. Die heißen, kochenden Körperteile. So. Meine, hier unter Wasser war ein Secret. Irgendwo. Irgendwo ist gut. Zum Glück gibt es hier unter Wasser nicht die Atlantianer. Es waren ja mal für Tomb Raider 1 Fische geplant. So eine Atlantianer-Fische. Wie gut, dass sie die weggelassen haben. Was ist denn das? Ist das das Secret, was ich gerade gesagt habe?
ist auf jeden Fall eine fleischige Tür. Und ein Hebel. Oh, ich habe gedacht, die hat sich schon umgedreht. Ah, das ist ja noch gar nichts. Ah, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ah, die Decke ist ja... Scheiße. Ja, das war ja wohl nichts. Aber dann habe ich jetzt wenigstens einmal tot durch Ertrinken geschafft. Den habe ich, glaube ich, eh schon. Oh, Schrab, Schrab. Nochmal. Ich ziehe jetzt einfach schon mal den Hebel. Ich hoffe, dass es nichts getimt ist. Das Level ist echt wie so ein Fiebertraum. Wer hat sich das alles ausgedacht? Hebel. Das war bestimmt jetzt die zweite Tür, die ich da gerade in dem Gang gesehen habe. Ich glaube, es gab auch eine Errungenschaft für so im letzten Moment. Nichts genutzt. Da sind wirklich echt ganz schön harte Trophäen und so bei. Aber ich find's trotzdem cool, dass es endlich ein altes Tomb Raider gibt. Mit sowas, mit so Errungenschaften. Dass man sich jetzt endlich mal damit messen kann. Dass man, ob man ein wahrer Tomb Raider ist, sozusagen. Aber da werden auch Sachen bei sein, die ich wahrscheinlich nicht schaffen werde, weil die einfach zu hardcore sind. Sollen wir mal gucken, ob das jetzt hier ein Secret ist. Ob ich das alles schaffe, am Stück einzusammeln. Geil. Bis hierhin läuft das... Läuft es alles gut, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt mit der ersten Folge auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Lust auf das fleischige Atlantis. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen!